darf ich jetzt nur noch Copyright-Free Musik hören. Copyright oder? Ist bei uns im Haus ja. verboten. Das ist schrecklich. Servus. Wir müssen die Hälfte der Clips wegschmeißen, was einfach nicht Copyright-Free ist. Fry. Fry! Trink mal ein Getränk. Ich wollte sagen, trink mal ein Getränk. Wir wollten jetzt gerade was zu essen bestellen, was sagst du dazu? Ja, ein bisschen Penang. Penang? Penang, wäre geil. Ja, würde ich jetzt einfach drauf. Ich glaube, ich nehme diesmal doppelte Portion. Also, weißt du, willst du da wieder bestellen, wo du bestellt hast, oder? Ja, da bestelle ich jetzt. Dann nehme ich doppelte Portion und keine Chicken Wings, weil die Chicken Wings waren mir zu low. Ja, okay. Drei, zwei, eins, go! Voll Twitch wie sonst was, ey, mein Gott. Also, ich habe jetzt gerade, weißt du was, wir haben jetzt schon Sport gemacht, ich habe schon ein komplettes Video gedreht und du bist jetzt gerade mal aufgestanden, jetzt musst du aber ganz schön was noch nachholen. Ne? Also, ich bin für 3000 Bahnen geschwommen. 3000 Bahnen. 3000? Ja. Ich habe mitgezählt. Dann mache ich jetzt 4000. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Billionaire. Und Leute, schaut euch einfach mal diesen Ausblick an. Ich glaube, man gewöhnt sich da nie dran. Und jetzt als allererstes geht es natürlich erstmal in den Pool. Let's go. Hopp. Hopp. Da ist Salz drin. Salz drin, freilich ist da Salz drin. Stand sogar in der Villa-Beschreibung, Salzwasserblut. Ne, da ist wenig Salz drin, aber da ist Salz drin, Leute. Oh, ich muss wieder raus. Ist kalt. Ich bin ein Pussy. So Leute, ich bin gerade dabei, den Vlog zu schneiden. Und jetzt gibt's Essen und ich hoffe einfach, das schmeckt gut. Was haben wir bezahlt? Ich glaube, was haben wir gezahlt? 60 Euro? 60 Euro! Alter! Ich dachte, hier ist günstig in Thailand. Es ist auch günstig, wenn man weiß, wo man essen geht. Aber wir bestellen immer bei den falschen Orten. Was suchst du? Das ist mein Crispy Chicken Sandwich. Ich glaube, das wird eins sein. Danke. Die Mozzarella Sticks sind das wahrscheinlich auch, oder? So, stimmt, ja. Ah, nice. Okay, das ist für den Simon wahrscheinlich, oder? Oder Ei. Ja. Eier. Boah, jetzt muss ich das auch noch aufmachen. Salat, wer isst denn Salat? Absoluter Quatsch. Ja, der ist Simon. Boah, das geht jetzt auf. Die sind ganz schön fett, die Mozzarella Sticks. Ist doch gut. Mhm. Oh Leute, es gibt Mozzarella-Sticks. Es geht nicht auf. Mit Gewalt geht alles auf. Salat. Ja, ganz ehrlich, die Portionen, die hätten sie sich auch sparen können. Was ist denn das? Ist das Lachs? Oha. Das hat Simon bestellt, den Avocado-Salat. Alter, der sieht krass aus. Avocado, Lachs, Mango, Salmon. Sieht krass Bowl aus. Oder sowas heißt Salmon Bowl. Salmon für ein Salmon. So, wir fangen an mit der Vorspeise. Ein paar Mozzarella-Sticks. Für die Kalorien. Ich bin hier eigentlich in der Massephase, aber ich nehme trotzdem jeden Tag ab, weil ich zu wenig esse. Ich kann einfach nicht viel essen. Auch gestern beim Essen gehen. Ich schaff's einfach nicht. Der Simon musste meine Pommes gestern aufessen, weil ich sonst gekotzt hätte. Das ist so schlimm. Und ich will einfach zunehmen. Aber ich schaff's nicht. Das ist unmöglich. Die deutschen Mozzarella-Sticks schmecken anders. Das ist die Banane besser. Mhm, ja. Ich bin schon wieder satt. Nach zwei Mozzarella-Sticks oder was? Ja. Mach jetzt einmal ab, nicht okay. Ist das in Ordnung oder? Freilich. Ich bin gerade in Thailand und ich habe hier ein Omelette, das hier kann schon mal weg, und eine Poke Bowl mit Lachs und das werde ich jetzt erstmal mit Senf essen.
Immer diese TikToker. Sagte der TikToker. Ey, ich war TikTok. Ich bin kein TikToker mehr. Doch, streng genommen schon. Leute, soll ich mal wieder TikTok-Videos machen? So, Leute, jetzt gibt's ein Chicken Sandwich. Alter, das ist viel. Ich bin jetzt schon satt. Guten. Mhm. Boah, krass mit Bacon. Boah, schmeckt echt richtig gut. Kann man machen. So Leute, das ist schon irgendwie traurig. Ich würde jetzt gerne schön mein Bier trinken, aber der ist am Arbeiten. Unten ist auch jemand am Arbeiten. Naja. Setze ich mich alleine auf die Couch und trinke mein Bier. Es ist Samstagabend und ich habe nichts Besseres zu tun, als zu arbeiten. Das ist echt schlimm. Prost auf euch. Boah, das schmeckt heute echt viel besser als das letzte Mal. Heute geht was. So, Leute, jetzt werden die Jungs ein bisschen im Billard zerstört natürlich. In dem Sinne, ich zeige Ihnen jetzt mal, wer der beste Billardspieler ist. Let's go. Die Bande ist schief, Leute! Leo, eingeschlafen. Ihr dürft da nicht so grob anpacken. Nein! Fail. Willst du eigentlich auch nochmal drankommen oder soll ich fertig machen? Scheiße, ich hab eh gemacht. Ey, aber hier. Du musst dann den Fuß am Boden, dann wird der Tür nicht so hoch. Weil der Fuß muss am Boden sein. Ich meine halt so rein. Hört man den bösen wahnsinnig. Ich hab so ein Pech, die liegen alles so scheiße. Alter, die liegen so scheiße, ne? Die denkt voll blöd. Der Gewinner, der bekommt 1000 Euro in Bitcoin. Nix! Nein! Wirklich nicht, Lena. Hab ich ein Pech? Alter, so nur Pech hat der Leon. Nur Pech! Oh, Scheiße. Leute, der Schläger oder der Kö, was ist richtig? Der Schläger. Das ist ein Schläger, Leute. Das ist ein Schläger. Ein Kö? Keine Ahnung, was es ist. So Leute, die da rein. Jetzt zeige ich euch, wie das geht. Alter, das ist ja auch übelst das Pech. Nur Pech in dem Spiel. Ich will keine Liebe. Yeah! Alter. Bam! Du denkst wohl, du kommst nochmal dran. Wer war denn überheblich? Also, ich bin mal eingereicht, ich bin meilenweit voraus. Das gibt's doch nicht. Ich bin mal gespannt, ob wir unsere Kaution zurückbekommen. Ecke, oder? Ja. Oh. Heilig. Boah, alles perfekt.
nee. Ach na, jetzt mach ich aus. Ach na. Junge. Jo, ich hab gewonnen. Boom, Alter, so geht es. Ich hab's gesagt. Leute, mein Schläger war irgendwie kaputt. Der hat nur Glück. Das ist ein Köhl und kein Schläger. So, Freunde, wir haben gerade ein Taxi bestellt. Das Taxi ist jetzt in 3 Minuten da. Wir gehen jetzt feiern. Es ist Samstagabend, wir gehen in die Bangalore feiern. Deswegen beende ich jetzt den Vlog. Oh, jetzt wird Zunge, ich muss ein bisschen zurückgehen. Ich beende jetzt den Vlog. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Folgt gern alle. Vielleicht gibt es noch ein paar Ausschnitte vom Feiern. Und ansonsten macht's gut. Ciao.